Er sagt ca. 1300 Kilo Aluminium, meldet elektronisch in alle anderen Anlagen. Weißt du, wo angeschlossen? Sie benötigen am Tag ca. so viel Strom, wie eine vierköpfige Familie in 5 Jahren benötigt. Das wäre völlig unwirtschaftlich, wenn man Aluminium nicht immer wieder auf neue einschmelzt und recyceln kann. Dadurch wird das ganze Material erst wirtschaftlich. Hier in der Mitte ein Schöpfloch, hier in einer Anode. 26 Anoden werden im laufenden Betrieb gewechselt. Die brennt unterschiedlich ab. Dann werden die Werte jetzt gar nicht verhalten. Nur Strom. Reine Strom. Ich mache den Ofen wieder zu, weil es ca. 6 bis 7 Jahre. Da wird er nach unten rausgelassen. Der wird runtergefahren, mit dem Bagger raustransportiert, bergmännisch ausgemauert, sag ich mal vorsichtig, neu, mit Stromschienen versehen und dann wieder eingesetzt. 165.000 Tonnen wird hier in Elektrolyse gemacht. Mehr geht nicht, mehr kann die Anlage nicht mehr produzieren. Also das ist dann, mehr können diese 360 Öfen nicht produzieren. Immer nur ein Ofen gebaut. Wie lange ist denn der Autobetrieb? Wie lange Autobetrieb? Wir haben natürlich Reserveöfen, die sofort reingehen wieder. Abhängig, wir können zur gleichen Zeit 6 Öfen von neu zustellen. Ja. Das dauert aber dann knapp 2 Wochen, damit das Feuerfestmaterial auch komplett ausgetrocknet ist.